Nach gut 20 Minuten sind die in Pink spielenden Grasshoppers beim Spiel in St. Gallen nur noch zu zehnt. Milan Vilotic wird nach diesem Foul an Cavusevic vom Platz gestellt. Die Entscheidung richtig. Den anschließenden Penalty für St. Gallen schießt Scarione an die Latte. Wenig später gehen die Grasshoppers trotz Unterzahl in Führung. Ise Tahirovic bezwingt Daniel Lopa zum 0:1. 26. Minute. Erst kurz vor Schluss gelingt den St. Gallern der hochverdiente Ausgleich. Der eingewechselte Nico Abeckeln trifft zum 1:1 in der 90. Minute.